Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video im GCS-Editor mit mir, mit dem Mero. Ja, so beginnen normalerweise meine Videos. Und dieses Video ist ein bisschen anders als die anderen Videos, weil es geht darum, warum mache ich GCS-Editor-Videos oder Editor-Tutorials? Und keine Videos über, wie man irgendwelche Flugzeuge startet oder Hubschrauber oder ja, was auch immer. Ja, also, ich mache das, also ich kann euch sagen, ich mache es nicht wegen dem Geld. Also das Geld interessiert mich nicht. Ich verdiene mein Geld mit was anderem, mit einem sehr bodenständigen Beruf in der Luft- und Raumfahrt, und deswegen liegt mir die Luft- und Raumfahrt auch am Herzen, genauso wie DCS, und diese ganze DCS-Community finde ich sehr toll. Und wegen dem Ruhm mache ich es auch nicht, weil die Zeiten meines Ruhms sind vorbei und die waren auch nicht in Computerspielen, sondern die waren in der Realität, und das war auch gut so. Wegen der Aufmerksamkeit mache ich es auch nicht, weil Aufmerksamkeit habe ich genug, ja, in meinem Privatleben und in meinem Berufsleben, dann brauche ich es nicht auch noch über irgendwelche YouTube-Videos. Wegen dem Ego mache ich es übrigens auch nicht. Ich habe zwar ein ausgeprägtes Ego und ich bin auch sehr selbstbewusst, aber ich brauche keine Videos oder ich ziehe da keinen persönlichen Nutzen für mein Ego draus, wenn ich YouTube-Videos mache. Aber ich kann euch sagen, warum ich sie mache. Und zwar, weil der DCS und der DCS-Editor unwahrscheinlich viele Möglichkeiten haben. Und diese Möglichkeiten sind oftmals einfach ungenutzt. Also ich bewege mich auf vielen Multiplayer-Karten. Ich spiele sehr gerne online mit anderen zusammen. Egal ob Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, ist mir völlig Hupe. Ja, weil es geht um den Enthusiasmus, an das Interesse an der Fliegerei. Und der DCS-Editor kann wesentlich mehr als in den meisten Online-Multiplayer-Maps gezeigt wird. Und ja, man nutzt da einfach die Möglichkeiten nicht aus, was der Editor hergibt, was das Spiel hergibt, und reduziert sich dann selber auf eine Spielweise, die ja manchmal... Ich will mich jetzt Leute dafür verurteilen, aber eher Battlefield, ja, ist, oder vielleicht War Thunder. Und DCS ist halt einfach eine Milsim, Realsim, und da gehören halt bestimmte Sachen für mich einfach dazu. Vielleicht auch deswegen, weil ich ein ambitionierter Spieler bin und weil ich eben auch aus der realen Fliegerei komme. Und was für mich noch so ein Graus ist, was ich gesehen habe, das ist, es gibt sehr viele Skripte. Ja, es werden sehr viele Skripte verwendet für Sachen, die eigentlich der DCS-Editor auch kann, wenn man weiß, wie das funktioniert. Und zu den Skripten muss ich sagen, ich habe mitbekommen, viele Leute benutzen Skripte, die andere dann erstellt haben. Kennen sich vielleicht selber nicht so gut aus mit dem Erstellen von Skripten und werden dann davon überrascht, dass es unter Umständen ein DCS-Update gibt und plötzlich funktioniert auf ihrer Karte dieses Skript nicht mehr. Und das hat dann was damit zu tun, dass diese Skripte eben auch mit aktualisiert werden müssen, wenn eine Aktualisierung von DCS passiert. Und wenn man sich jetzt selber mit den Skripten nicht auskennt, also da gibt es das Moose, ist zum Beispiel sehr bekannt. Und ich möchte jetzt da keine Werbung machen, aber wenn man sich natürlich mit den Skripten nicht auskennt, dann tut man sich da schwer. Und dann ist es auch unter Umständen schwierig, da dann irgendwas nachzuvollziehen. Und das kann man umgehen, weil der Editor einfach sehr viel hergibt. Und ich mache diese Tutorials auch, weil es mir oftmals an der Milsim-Komponente fehlt und an der Realsim-Komponente. Und das kann ich euch zeigen in den Videos, wie ihr die auf eure Multiplayer-Karte bringt. Warum die Likes für meine Videos? Das ist ganz einfach. Ich möchte wissen, ob es euch gefällt, ob euch das
so einfach, ne, wie ich das mache, ob meine Darstellung euch gefällt, dann die Abos. Jetzt ist das Video leider zu Ende. Die Abos, die habe ich, finde ich deswegen gut, weil ich dann weiß, dass ich einfach auch ein Publikum erreiche. Und das ist ja mir einfach auch wichtig, dass ich Leute erreichen kann mit dem, was ich tue, weil sonst könnte ich das Ganze auch bleiben lassen. Ich hoffe, dass das Video hat euch ein bisschen was über mich, ja, ihr wisst jetzt ein bisschen mehr über mich, über meine Motivation. Und ihr könnt sehr gerne also diese ganzen Tutorial-Videos teilen mit euren Freunden, mit euren Gruppen, in denen ihr spielt. Und es ist einfach so, je besser und je schlauer die Leute werden, die mit dem Editor Missionen machen, desto besser wird auch das Spielen und das Verständnis für die Fliegerei und für die militärische Fliegerei in DCS. Und das würde ich mir wünschen, dass es wirklich, ja, DCS ist ein Simulator, der sehr nah an die Realität rankommt. Und da gibt es nicht viele Spiele, die sowas können. Und deswegen wäre es super, wenn man das einfach nutzt. Gut, das war's von mir. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit den Tutorial-Videos. Und ja, macht was draus. Ihr habt's in der Hand. Ich hab's in der Hand. Und deswegen lasst es uns einfach mal angehen. Gut, macht's gut. Schönen Tag, schöne Woche, schönen Abend, schönes Jahr und alles Gute.